Hi und herzlich willkommen bei Max Wireless Day zu einem Unboxing-Video des Samsung Galaxy Tab 8.9 LTE in der 16 GB Variante mit der Farbe Soft Black. Wir haben hier vor uns das Gerät noch verpackt liegen. Die Benel-Bezeichnung ist GTB 7320 und das Gerät hatten wir schon mal sehr, sehr kurz auf dem Mobile World Congress Ende Februar in die Hände bekommen. Wir sehen hier, es handelt sich um die LTE-Variante, das heißt LTE Kategorie 3 mit 100 Mbit im Downlink und 50 Mbit im Uplink und haben Triband LTE, das heißt 800, 1800 und 2600 MHz unterstützt das Gerät. In Österreich wird das Gerät mit SIM-Lock und exklusiv von der T-Mobile Austria vertrieben. Das ist auch unser vorliegendes Gerät. Bei UMTS haben wir Dualband auf den Frequenzen 900 und 2100 MHz und erreichen mit Dual Carrier HSPR Plus Geschwindigkeiten von bis zu 42 Mbit. Daneben haben wir bei dem 8,9 Zoll Tablet eine Auflösung von 1280 x 800 Pixel. Aufnahmen werden in HD gemacht mit 720p, abgespielt werden können Videos in Full HD. Die Kamera ist mit 3 Megapixel weniger berauschend. Wir haben anstatt bei der normalen UMTS bzw. Wi-Fi Variante einen Dual-Core Prozessor anstatt einen Single-Core Prozessor und haben hier bei dem Galaxy Tab 8.9 LTE einen 1,5 GHz Prozessor. In der 3G bzw. Wi-Fi Variante haben wir dann nur 1 GHz. Der Akku fasst 6100 mAh und so viel möchte ich dem Review vorwegnehmen. Er ist auch im LTE-Einsatz richtig, richtig stark. Hier haben wir nebenbei noch ein paar Zertifikate. Wir können auch DLAN-Sachen über den Fernseher einspielen, DivX-Formate bei der Videowiedergabe am Tablet, Wi-Fi-Standard, alle was es derzeit verfügbar ist. Das Tablet ist, packen Sie jetzt mal aus, mit 3.2 Android ausgestattet. Wir sehen hier auf der Rückseite das LTE-Logo, haben hier die 16 GB Variante, auf der Rückseite die Kamera eben. So schaut das Ganze dann im gesperrten Modus aus, hier oben entsprechende Tasten zum Ein- und Ausschalten, lauter, leiser und Kopfhöreranschluss. Hier haben wir dann den SIM-Karten-Einschub. Daneben wird dann noch relativ unspektakulär USB bzw. Ladekabel mit Adapter für den europäischen Raum geliefert, exklusive England bzw. Vereinigte Königreich. Hier haben wir noch 3,5 mm Kopfhörer, die dann auf In-Ear-Basis sind und hier dann solche Soft-Aufsätze. Ansonsten schauen wir mal rein, was das Anleitungen haben wir jetzt hier bei unserem Testgerät nicht mit dabei. Das Gerät selber wird dann in den nächsten Tagen als Testbericht auf Max Wireless zu finden sein und dann nochmal in einem separaten Video. Das war's bis dahin und bis zum nächsten Mal.